Schatzmeister, Sie und Ihr Ehemann haben zusammen 9 Kinder und gegenüber 2 von denen sollen Sie Ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, mit erheblichen Folgen. Aufsichtspflichtverletzung, so sagen wir Juristen dazu. Was sagen Sie dazu? Also ich kann da gar nichts zu sagen. Mein Mann und ich, wir lieben unsere Kinder über alles und die wissen auch genau, was sie dürfen und was nicht, ne? Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass ihr 8-jähriger Sohn Justin sich diesen Autoschlüssel gegriffen hat. Das ist das Autoschlüssel für das Familienauto und damit in der Hofeinfahrt seinen jüngeren Bruder angefahren hat und erheblich verletzt hat. Wo waren Sie und Ihr Mann zu dieser Zeit? Also wir waren zu Hause. Meine Schwester hatte Marcel, Lavinia, Mark und Sarah Jane zum Rummel abgeholt und wir haben es uns halt zu Hause gemütlich gemacht. Ja, also da war doch auch Rummel bei Ihnen. Sagen Sie es doch bitte ganz konkret, was Sie da getan haben. Sie haben sich sexuellen Aktivitäten in Ihrem Schlafzimmer hingegeben. Entschuldigung. Und? Ist das jetzt schon verboten oder was? Nein, das ist nicht verboten. Aber wenn als Frucht dieser Liebe ein Kind entsteht, ja, dann hat man dieses Kind auch ordnungsgemäß zu beaufsichtigen. Und das haben Sie nicht getan. Sie haben die beiden Kinder 20 Minuten alleine gelassen. Das eine Kind ist 5 Jahre alt, das andere Kind ist 8 Jahre alt. Da kann man weiß, was passieren. Oder haben Sie jemanden beauftragt, sich um die Kinder zu kümmern während Ihrer Liebesauszeit? Nee, das wäre ja auch gar nicht gegangen. Jeremy, Pascal und Lydia, die waren bei Freunden eingeladen. Ja, und wir waren höchstens 20 Minuten im Schlafzimmer beschäftigt. Und ich weiß selber nicht, wie es dazu kommen konnte. Frau Schmalzer, regen Sie sich nicht auf. Beim Staatsanwalt dauert alles ein bisschen länger. Und man muss auch seine Kinder nicht 24 Stunden beaufsichtigen. Das steht weder im Gesetz noch ist es eine Verpflichtung. Denn wir wissen auch gar nicht, ob Justin Schmalzer tatsächlich am Steuer gesessen ist. Aber vielleicht können Sie ja mal dem Gericht sehr anschaulich darstellen, wie Ihr Alltag mit 9 Kindern aussieht. Ja, wir haben eigentlich alles ganz gut organisiert. Also ich sag mal, mein Mann ist ja viel als Maurer unterwegs. Aber die Großen passen dann auf die Kleinen auf. Ja, und wenn ich jetzt die Hausarbeit halt mache, ist immer irgendjemand da, der aufpasst. Und Justin hat sich auch noch nie irgendwie ans Steuer gesetzt und ist mit unserem Auto durch die Gegend gefahren. Der weiß gar nicht, wie das funktioniert. Frau Schmeiser, dass das bei Ihnen bestens organisiert ist, das bestreite ich mal. Im letzten halben Jahr, wie oft ist die Polizei da bei Ihnen gewesen? 6-mal standen die bei Ihnen auf der Matte. Es hat Anzeigen gegeben aus der Nachbarschaft. Ich habe das mal hier nachvollzogen. Sachbeschädigung, gut, Bälle, die durch Fensterscheiben fliegen, das kommt mal vor. Aber da werden auch Autos beschädigt. Lärmbelästigung gibt es. Und da frage ich mich, ist das wirklich die kinderfeindliche deutsche Gesellschaft, die so kalt ist? Oder sind Sie möglicherweise etwas überfordert mit der Erziehung von also, 9 Kindern? Das lasse ich mir überhaupt nicht hier sagen. Also überfordert bin ich auf gar keinen Fall. Unsere Nachbarn, das sind alles Spießer. Die sind total frustriert, weil sie selber keine Kinder haben. Und ich sage jetzt hier überhaupt nichts mehr. Dann nehmen Sie mal neben Ihrem Verteidiger Platz. Und Herr Schmeisser, Sie hatten ja bereits im Vorfeld angekündigt, dass Sie keine Aussage hier machen wollen. Bleiben Sie dabei? Ja, meine Frau hat ja auch schon alles gesagt. Das weiß ich nicht, ob sie alles gesagt hat. Dann möchte ich mit Justin beginnen. Justin Schmeisser, bitte. Justin, ich hatte nur dich aufgerufen und dein Bruder Dustin noch nicht. Der Dustin ist nach dir dran. Ich weiß, aber mein kleiner Bruder ist ständig alleine hier vorne sitzen. Und der braucht eure Hilfe mit denen. Aha, dann machen wir mal eine Ausnahme. Dann kommt ihr alle beide nach vorne. Passt ihr mal erstmal auf diesen Stuhl zusammen da vorne? Probiert's mal. Ich sehe jedenfalls keine Bedenken in den Augen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Nein. Ins Protokoll wird das auch vermerkt. So, wenn man auf diesem Stuhl sitzt, egal in welchem Alter, muss man die Wahrheit sagen. Das heißt, man darf nicht lügen. Ist das bekannt, dass man nicht lügen darf von zu Hause? Ja, ne? Ja. Gut. Justin, dann fange ich mit dir an. Dein Nachname ist Schmeisser. Du bist 8 Jahre alt und wohnst mit deinen Eltern und Geschwistern in Brandenburg. In welche Klasse gehst du? In der 3. Meine Schule heißt Bodelschwing-Schule. Ja, weißt du, wer Bodelschwing war? Ja, das war ein berühmter Pastor, der hat Heime für Leute gebaut, denen es nicht so gut ging. Das stimmt super. Justin, dein Nachname ist natürlich auch Schmeisser. Du bist jetzt 5 Jahre alt. Bist du der Jüngste von allen 9? Ja, aber bald werde ich so. Und dann gehe ich auch mit meinem Bruder in diese Schule von dem Bodelschwinger. Ja, das wird dir bestimmt gut tun. Vor allen Dingen, dein Bruder kann dir ja bei den Hausaufgaben helfen. Ne? Das ist praktisch. Es ist jetzt so, wenn die Eltern auf dieser Stelle sitzen, dann muss man von mir überhaupt gar keine Fragen beantworten, wenn man nicht will. Wollt ihr Fragen von mir beantworten? Ja. Ja, dann kommt mal zu mir nach oben. Da ist so eine Tür. Ja? Hilfst du deinem Bruder oder der ich Vater hilft noch besser? Dann machen wir hier oben weiter, weil das ist mir da hinten einfach zu weit. Fürs Protokoll natürlich wieder, dass Dr. Güter, Ergänzungspfleger, keine Bedenken hat gegen die Vernehmung. So. Oh, geht das mit zu. Wer will wo sitzen? Dankeschön.
Justin, ich fange mit dir an. Du weißt, warum du heute hier bist? Ja, mein kleiner Bruder ist angefahren worden und ich soll das gemacht haben, aber hab ich nicht. Wirklich nicht, Justin, pass mal auf. Es ist so, du kannst hier ja gar nicht bestraft werden, weil ein Kind kann überhaupt nicht bestraft werden, wenn es nicht schon 14 Jahre alt gewesen ist. Und da dauert es ja wohl noch ein bisschen hin. Also du musst keine Angst haben, hier die Wahrheit sagen. Wenn du also doch gefahren bist, dann sag halt mir lieber. Ja, hat der Staatsanwalt meiner Mutter auch schon erklärt, aber ich bin nicht in dem Auto gefahren. Ich habe auf dem Dachboden gespielt und aus dem Fenster gesehen, als mein Bruder gebrüllt hat. Und mehr weiß ich nicht. Schön. Ich nehme an, dass es der Rechtsanwalt war, der das seiner Mutter gesagt hat, aber das macht nichts. Sie haben beide schwarze Kittel, nur unterschiedliche Aufgaben. Wo legen deine Eltern denn diesen Autoschlüssel immer hin? Weiß ich nicht. Ich, aber er hängt im Flur. Es hätte mich gewundert, wenn er es nicht auch gewusst hätte. Ne? So, und dass du es weißt, wäre mir klar. Frau Schmeiser, wo liegen die Autoschlüssel? Ja, die hängen eigentlich immer an der Garderobe, aber ziemlich hoch, dass die Kinder da nicht drankommen. Bei uns steht die Tür immer offen. Da ist immer ein Durchgangsverkehr von allen Seiten und kann im Grunde genommen jeder die Schlüssel genommen, aber nicht Justin. Na, Herr Staatsanwalt, jetzt seien Sie mal nicht so päpstlich wie der, also päpstlicher als der Papst. Meine Mandantin hat die Schlüssel hochgehangen. Ja. So, und das reicht einfach aus. Sie muss sie nicht in den Tresor einschließen. Ja, sollen die Kinder sich doch totfahren? Ja, die laufen mit der Leiter rum, die Schlüssel zu holen. Meine Herren, ich bin gerade dabei, eine Kindervernehmung durchzuführen, wenn sie sich nicht benehmen können. Ja, habe ich mich deutlich genug ausgedrückt. Es ist ganz einfach, wenn ich es gestatte, dass Sie auch die eine oder andere Zwischenbemerkung oder Frage machen. Heißt das aber nichts, dass Sie hier ein Theater abspielen. Ja? So, das sieht der Unfall ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Und du bist auch gut und flott mit den Krücken hier reingekommen. Wie lange musst du die noch haben, die Krücken? Weiß ich nicht, mein Bein war ja gebrochen. Genau. Und dann ist plötzlich ein Auto gegen mein Bein gefahren. Ich habe nur ein bisschen geweint, weil es sehr wehgetan hat. Du, wenn es so wehgetan hat, dann darf man auch kräftiger weinen. Ne? Da muss man sich nicht zurückhalten. An was kannst du dich noch erinnern? Ich habe im Hof gespielt. Und dann ist plötzlich ein Auto gegen mein Bein gerollt. Mhm. Hast du das Auto nicht gehört? Nein, ich hatte Kopfhörer an, ein Hörbuch. Konntest du sehen, wer ausgestiegen ist, wer da gefahren ist oder ausgestiegen ist? Nein, ich habe nichts gesehen. Bin ich jetzt fertig? Ja, vielen Dank. Ja, dann geht er wieder nach draußen. Das heißt, dein Vater kommt und trägt dich wieder raus. Justin läuft ja, ohne Krücken. Das geht, ja? Habt ihr sehr gut gemacht. Achtung, dass es dir nicht so weh tut. Das, glaube ich, wisst ihr in der Zwischenzeit. So. Lalala. Dir scheint die Vernehmung gut gefallen zu haben. 60 Ziffer 1. Vielen Dank, das war's, Justin. Aber die Wahrheit gesagt hat, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Dann möchte ich gerne fortsetzen mit der Nachbarin. Anke Speichert, bitte. Frau Speichert, kommen Sie rein. Frau Speicher, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. 55 mal vorsorglich, man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Speicher, Ihr Vorname ist Anke, Sie sind 43 Jahre alt und wohnen in Brandenburg. Was sind Sie jetzt vom Beruf? Ich betreibe einen Textilshop in einem Internet-Auktionshaus. Mit den beiden Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist richtig. Und ich werde Ihnen auch gleich mal was sagen. Während Mutter Schmeiser den ganzen Tag vor der Flimmerkiste sitzt, rennen ihre Kinder durch die gesamte Nachbarschaft und verbreiten überall das absolute Chaos. Also gute Eltern sind das nicht. Da werden die Tiere besser behandelt als die eigenen Kinder. Woher wissen Sie das jetzt? Das kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Das bekomme ich als Nachbarin doch alles mit. Ich habe sogar Fotos mitgebracht. Da sehen Sie es. Sogar eins der Kinder muss im Hundekörbchen schlafen, weil kein Bett mehr frei ist. Was? Sie sind ja wohl gute Eltern. Ich tue alles für meine Kinder. Wirklich. Herr Schmeiser, ich freue mich, Ihre Stimme überhaupt zu hören, weil Sie ja sonst nichts sagen wollen. Könnten Sie mal kommen, Herr Rechtsanwalt Höch und Herr Staatsanwalt Römer? Sehr gerne. Das in Augenschein. Diese Frau macht mich wahnsinnig. Können Sie mir das erklären? Oder darf ich Sie direkt fragen? Warum muss Ihre Tochter in einem Hundekorb schlafen? Also ich kenne die Familie Schmeiser jetzt schon seit mehreren Wochen. Und das ist die Tochter Lavina, die sitzt da hinten auch im Zuschauerraum. Und
Levina, vielleicht kannst du das erklären, warum du deinem Körbchen gelegen bist. Das ist wegen Sally, unserem Hund. Sie schläft nicht so gerne alleine. Genau. Sally ist der Familienhund schon seit 11 Jahren, der Familie Schmeiser. Und kennst du auch schon. Die Lavina ist einfach beim Kuscheln mit dem Hund eingeschlafen. Ich meine, wenn man keine Kinder hat, Herr Römer, dann kann man das auch nicht nachempfinden. Genau, und wir wollten sie nicht wecken. Es war eine einmalige Sache. Sie hat einmal in dem Körbchen mitgeschlafen. So ein Blödsinn. Sie waren einfach nur zu faul, das Kind bettfertig zu machen. Das stimmt aber, sie haben gar keine Ahnung. Kinder soll man schlafen lassen, die brauchen ihren Schlaf, die sollen nicht gestört werden. Richtig, Kinder soll man schlafen lassen. Ich sehe da ja auch irgendwie ein Kind, das recht friedlich schläft. Aber was mir ein bisschen Sorgen macht, sehen Sie es mir nach. Das liegt dann nicht mit so einem kleinen Schoßhündchen. Das liegt mit einem ausgewachsenen Schäferhund, wenn ich das richtig gesehen habe, da im Korb. Unsere Sally hat noch nie irgendjemandem was getan. Nein. Ganz im Gegenteil, sie beschützt die Kinder, als wären ihres eigenen. Entschuldigung, jeden Tag steht in der Zeitung, dass so Hunde irgendwann vielleicht mal ausflippen und ein Kind totbeißen. Das ist ihnen anscheinend überhaupt nicht bewusst, dass das Tier gefährlich ist. Und es zeigt für mich eins ganz klar, dass sie ihre Tochter in so einer Situation vollkommen unbeaufsichtigt lassen, zeigt mir, dass sie überhaupt kein Verantwortungsgefühl haben. Ich frage mich wirklich, ob die Kinder bei Ihnen noch sicher sind, Frau Schmeiser. Also Herr Römer, mit allem nötigen Respekt, ich habe noch nie davon gehört, dass ein Hund ein schlafendes Kind totgebissen oder verletzt hat. Und meine Mandantin sorgt sich mit sehr großer Liebe um ihre Kinder. Und nicht jeder Schäferhund ist gefährlich. Und das ist eine ganz harmlose Situation. Und bei einem 11-jährigen Familienhund ist es auch wirklich unproblematisch. Genau. Ne? Frau Speichert, haben Sie diese Fotos selber gemacht? Ja, natürlich. Ich bin da kürzlich mal reingegangen. Wie bitte? Sie schleudern da bei uns durchs Haus und machen irgendwelche Fotos. Was nehmen Sie sich raus? Was nehme ich mir raus? Ich frage Sie mal, was nehmen Sie sich denn raus und Ihre Kinder? Die rennen überall kreuz und quer durch die Nachbarschaft und verbreiten überall das absolute Chaos. Sind Kinder, bei Erwachsenen sieht das anders aus. Ja, letztens waren wieder alle meine Gießkannen verschwunden. Das war mir schon klar, dass Ihre Kinder, die wir da gemobst haben. Also bin ich bei denen rein und habe sie mir aus deren Kinderzimmern wieder rausgeholt. Ich habe sie auch alle da gefunden. Ja, und dann wollte ich gerade wieder rausgehen. Da habe ich dann mein Handy gezückt und das ganze Elend da mal fotografiert. Das geht doch so nicht. Also mich wundert, dass der Herr Staatsanwalt da nicht agiert. Denn das, was Sie da gemacht haben, ist Hausfriedensbruch. Und wenn meine Mandantin und ihr Ehemann einen Antrag stellen, dann werden Sie entsprechend natürlich vom Staatsanwalt hören, weil es gibt ein Strafverfahren gegen Sie. Sie nutzen wirklich jede Gelegenheit, um meinen Mandanten irgendetwas wiederzugeben. Warum? Weil Sie glauben, Sie wären belästigt worden oder Sie fühlen sich belästigt. Das ist aber eine Tatsache. Die Kinder kennen überhaupt gar keine Grenzen. Die machen, was sie wollen. Letztens hatte ich ein Gartenfest gegeben für meine Familie. Ich habe draußen die Kaffeetafel gedeckt und Kuchen gebacken. Und weil ich die Brut von denen mittlerweile kenne, da habe ich mir gedacht, ich backe für die einen Extrakuchen mit, damit die nicht wie blöd am Zaun stehen und zugucken müssen, während wir da sitzen und Kuchen essen. Die Wortwahl war schwierig, aber das Backen des Kuchens eine nette Geste. Nur scheint diese Geste missverstanden geworden zu sein, denn irgendwie muss es weitergegangen ja, sein. Ja, absolut. Ich war nur mal kurz in der Küche, um noch eine Tortengabel zu holen, die hatte ich vergessen. Da komme ich zurück, da sind alle Kinder von denen über den Gartenzaun geklettert, rennen wie bekloppt um meinen Tisch rum und hacken wie die Furien auf meine Torten ein. 4 Torten, alle total ruiniert. Unfassbar. Die gehen überall rein und das wissen die Schmeißers ganz genau. Sie locken unsere Kinder doch förmlich zu sich im Garten, damit sie sich anschließend wieder beschweren können. Vini, jetzt sag auch mal was. Ja, sie sind total hinterlistig, das geht überhaupt gar nicht. Also jetzt, Herr Schmeißer, nur mal zur Klarstellung. Wenn ich in meinem Garten eine Kaffeetafel decke, ist das kein Locken, allerhöchstens von Wespen, aber bestimmt nicht von Kindern der Nachbarschaft, diese Torten und Kuchen zu zerstören. Das Locken ist was anderes. Meinen Sie was anderes mit Ihnen? Ich kann Ihnen da mal gerne ein paar Beispiele nennen. Ja, welche denn? Zum Beispiel, letzten Monat war das mit den Hasen, falls du dich erinnern kannst. Kleine, süße Kaninchen hat sie bei sich auf die Wiese gesetzt im Garten. Natürlich gehen meine Kinder dann über den Zaun, um die auch mal zu streicheln. Dann kommt sie an und beschwert sich. Aber das Beste war letzte Woche, da hat sie eine Hüpfburg in ihrem Garten aufgestellt. Mit so einem großen Schild dran, wo drauf stand, für Schmeiserkinder ist das Hüpfen verboten. Jetzt frage ich dich mal, du warst doch am Anfang so nett. Was ist denn auf einmal passiert? Anfangs habe ich auch noch nicht gewusst, was mir blüht. Ich wollte eigentlich in eine ruhige Wohngegend ziehen. Aber eure Kinder, die kennen überhaupt gar keine Grenzen. Die machen, was sie wollen. Was muss denn noch alles passieren? Die fahren sich doch schon gegenseitig mit dem Auto platt. Wobei wir glücklicherweise beim Thema sind, ich es vergessen hätte. Denn genau das ist Verfahrensgegenstand, das Anfahren von Dustin. Und das ist mit Sicherheit nicht komisch. Der erste Junge ist erheblich verletzt worden. Das war am 14. August 2010. Was haben Sie jetzt von dieser Sache mitbekommen? Ja, ich stand in der Küche, weil ich für einen Vortag vorgekocht habe. Und da sehe ich, wie der Justin aus dem Haus rauskommt, auf die Garage zu. Da habe ich mir noch nichts weiter bei gedacht. Dann habe ich den Autoschlüssel in seiner Hand gesehen.
und wie er ins Auto eingestiegen ist. Und dann habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen. Das ist berechtigt bei einem Achtjährigen. Was haben Sie unternommen? Ich konnte gar nichts mehr unternehmen. Ich habe da gestanden, wollte mich gerade umdrehen. Da sah ich schon, wie der Wagen zurückrollt und auf den kleinen Dustin zu. Ich habe noch geschrien, stopp, aber keine Reaktion. Also das glaube ich Ihnen nicht. Mit anderen Worten, Frau Speichert, Sie standen in Ihrer Küche und haben tatenlos zugesehen, wie der PKW auf ein Kind zurollt. Nein! Aber natürlich, kein Mensch bleibt in so einer Situation ganz cool und relaxed nach dem Motto, mal gucken, was jetzt passiert am Küchenfenster stehen. Also, das glaube ich Ihnen nicht, sondern ich glaube vielmehr, Sie haben gar nichts gesehen. Sondern Sie nutzen hier nur wieder die Gelegenheit, die Schmeißers in ein schlechtes Licht zu stellen, um ihnen irgendwie Schaden zuzufügen. Was hätte ich davon? Ach, das ist doch ganz einfach. Wenn dem tatsächlich so ist und hier eine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt, dann könnte den Schmeißers die Kinder abgenommen werden und dann hätten Sie wieder Ihre klösterliche Ruhe bei sich zu Hause. Aber das stimmt doch überhaupt einsam gar nicht. Einsam macht einsam. Ne? Tatsache ist, dass die weder ihre Kinder erziehen, noch auf sich selber aufpassen kann. Das können Sie auch gut beurteilen. Ja, das ist aber auch nicht verwunderlich, wenn die nachmittags um die Häuser zieht, um sich zu prostituieren. Was, sind Sie noch ganz dicht, Winnie? Was erzählen Sie denn da überhaupt? Fangen Sie bloß nicht an, meine Frau zu beleidigen. Dass die nachmittags öfter weg ist, die haben 9 Kinder zu versorgen. Dass die mal öfter einkaufen muss, ist ja wohl logisch. Sie irgendwelche Anhaltspunkte für diese Behauptung, Frau Speicher? Nee, die habe ich nicht, aber der traue ich alles zu mittlerweile. Oh, unverschämt. Jetzt passen Sie mal auf. Vermutungen in dieser Art schätze ich in meinem Saal überhaupt nicht. Ist auch nicht die Aufgabe von Zeugen. Zeugen haben Tatsachen zu bekunden, aber nicht Vermutungen in den Raum zu stellen. Warum wollen Sie die so dringend loswerden, diese Familie? Die sind eine absolute Zumutung. Ich bin da hingezogen, um in einer schönen Wohngegend zu wohnen. Aber das kann man vergessen. Sämtliche Nachbarn haben schon aufgerüstet. Die haben die Zäune schon höher gezogen. Weil die Kinder ständig und überall in Fernsehzimmern, Computerzimmern, in der Nachbarschaft sitzen, nur weil sie zu Hause ein anderes Fernsehprogramm haben oder gar nicht an den Computer dürfen. Das geht so nicht. Und es kann nicht wahr sein, dass sie ständig neue Kinder nachbekommt, spätestens alle 2 Jahre, und jetzt schon total überfordert ist. Frau Speichert, Sie haben keine Kinder. Sie wissen nicht, dass es auch manchmal anstrengend sein kann, Kinder großzuziehen. Aber wissen Sie, was noch schlimmer ist? Dass Sie auch nicht wissen, wie wunderbar es sein kann. Denn ansonsten würden Sie über meine Kinder nicht so reden. Noch Fragen an die Zeugen, Speichert? Nein. Nein, danke. Könnten wir eventuell eine kleine Pause einlegen? Die Sache, die nimmt mich doch total mit. Und ich würde gerne mal nach draußen zu meinen Kindern gehen. Nach der Beschreibung der Zeugen, Speichert, könnte es sinnvoll sein, wenn Sie nach Ihren Kindern schauen. Ja, die Verhandlung wird kurz unterbrochen. Jo, ihr habt da schon mal alle Becher. Mal bei eins aus. Ach, heute bekommen die Kinder mal was zu essen, ja? Lassen Sie uns bloß in Ruhe. Jeder ist das Opfer seiner Erziehung, das hat meine Mutter mir schon immer gesagt. Aber Sie beide wissen ja noch nicht mal, wie man Erziehung schreibt. Ihre Kinder können einem wirklich leid tun. Die können ja auch nichts dafür, dass sie sonst immer hungern müssen und mir schon die Pflanzen aus dem Blumenkasten essen. Hungern? Meine Frau kocht jeden Tag. Unser Kind hat... Winnie, lass gut sein. Lass dir erzählen, sie möchte mich als Rabenmutter darstellen. Das macht sie nur, weil sie selber keine Kinder kriegen kann. Ganz einfache Kiste. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz nach draußen, frische Luft schnappen und sind gleich wieder da, weil gleich geht's ja weiter, ne? Ja, ihr wartet okay, schön hier, ne? Okay, gut, tschüss, bis gleich. Weiter, ne? Ja. Na, auch frühstücken oder Nachmittagskaffee? Herrgott nochmal. Immer wenn ich mal einen Kaffee brauche und die Herrchen nicht da ist, funktioniert die Maschine nicht. Ich kann vielleicht helfen. Justin, du kannst helfen? Mhm. Bist du Experte in Kaffeeautomaten? Aha. Und jetzt geht's wieder? Na, so repariere ich auch immer. Reparierst du viel zu Hause? Ja, mein Papa, der sagt immer, probieren geht über studieren, so kann man alles reparieren. Das ist wahr. Dann wollen wir mal probieren, ob es jetzt funktioniert. Sag mal, wo sind eigentlich eure Eltern im Moment? Die sind noch mal Luft schnappen. Luft schnappen? Die Luft werden sie brauchen, wenn sie die Kinder alleine lassen. Frau Deuss, was man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Tanja, Sie sind 29 Jahre alt und wohnen in Brandenburg. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Als Schwester der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Wollen Sie Aussagen? Ja, ich sage aus. Meine Schwester kümmert sich ganz rührend um ihre Kinder. Und sie wird niemals zulassen, dass ihnen was passiert. Absichtlich macht das Ihre Schwester natürlich nicht. Darum geht es hier gar nicht. Und Sie als Erzieherin haben doch bestimmt auch täglich auf viele Kinder gleichzeitig aufzupassen, oder? Ja, das ist das Schwierige, alle Kinder im Auge zu behalten. Das kann ich natürlich als Erzieherin gut nachvollziehen.
Das glaube ich Ihnen. Nur mit dem im Auge behalten geht es hier nicht unbedingt. Es geht auch um Nachlässigkeiten, dass man keinen Vorschub leistet. Zum Beispiel, der dann hinterher zu irgendwelchen schweren Folgen führt, so eine Nachlässigkeit. Aber deshalb trifft meine Schwester ja entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Wenn sie kocht, dann deckt sie immer den Herd danach ab. Und alle Gegenstände, die den Kindern gefährlich werden könnte, legt sie beiseite. Und der Aufschlüssel hängt an der Garderobe ganz oben. Das ist unmöglich, dass der Justin da dran gekommen ist. Ja, total sicher. Frau Deuers, ich freue mich sehr, dass wir mit Ihnen ja quasi eine sachverständige Zeugin in Sachen angemessene Kinderbetreuung hier haben. Erzählen Sie uns doch bitte noch mal, wie viele Kinder betreuen Sie in Ihrer Gruppe?